Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Antifa-Tresen Nordost, diesmal im Online-Format. Kurz zu den technischen Modalitäten. Das hier ist ein Stream, der wird jetzt live auf YouTube gestreamt, wird danach allerdings auch online weiterhin verfügbar sein. Wir machen eben aus der schlechten Situation halt noch einen Vorteil, dass wir quasi versuchen, also hoffen, dass dann quasi auch im Nachgang noch mehr Leute sich diese Veranstaltung angucken können. Kurz vorweg, ihr könnt auch im Anschluss an die Veranstaltung Fragen schicken. Dazu gibt es einen Link direkt unter der Videobeschreibung. Diese werden quasi am Ende der Veranstaltung, werden moderiert, so an die Referenten weitergegeben werden. Ja, leider müssen wir auch diesen Tresen jetzt hier im Online-Format machen. Das liegt einfach daran, dass auch für uns das Infektionsgeschehen einfach noch zu dynamisch ist. Das ärgert uns sehr, weil wir gerade erst wieder angefangen haben, hier in der bunten Kuh unseren Antifa-Tresen Nordost zu starten. Gerade weil wir jetzt am Ende halt mit ausbaden müssen, was die herrschende Klasse doch verbockt hat, da es ja doch kein offizielles Interesse daran gibt, diese Pandemie halt in den Griff zu bekommen, sondern in erster Linie den Kapitalismus weiter am Laufen zu halten. Andererseits gibt es da ganz andere Menschen, die noch viel mehr darunter leiden müssen. Die letztjährige Rosa-Luxemburg-Konferenz stand unter dem Motto: Der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen sein. So. Ganz nach dem Motto haben wir uns auch dazu eben entschlossen, das hier heute eben auch im Online-Format zu machen. Und leider wird auch die nächste Rosa-Luxemburg-Konferenz am 8.1., also einen Tag vor der RL-Demo, wieder digital stattfinden. Eine Entscheidung, die zwar schade ist, aber durchaus in der aktuellen Situation vernünftig. Was jedoch natürlich im Präsenz stattfinden wird, ist am 9.1. die Liebknecht-Luxemburg-Demonstration um 10 Uhr morgens am U-Bahnhof Frankfurter Tor. Und auch in diesem Jahr organisieren wir wieder den antifaschistischen internationalistischen Block. Und auch im nächsten Jahr ist es wieder unser Anspruch, durch ein internationalistisches Bündnis, vor allem, ich sag mal, eine Bewegungslinke halt zu mobilisieren und einen Anlaufpunkt auf dieser Demonstration zu schaffen für Menschen, die vielleicht auch aus vielen und auch nachvollziehbaren Gründen in den verschiedenen Blöcken sich nicht wiederfinden, aber sich durchaus mit den Ideen von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg identifizieren können. Das ist in der aktuellen Situation bei der immer größer werdenden Kriegsgefahr, die ja doch durchaus zu erleben ist, beziehungsweise auch dem vielen Streikgeschehen, sind diese Themen ja aktueller denn je. Den Blog organisieren wir in dieser Form bereits seit 2014. Nähere Informationen zur Demonstration, beziehungsweise auch zu unserem Blog, gibt es auf lldemo.fightandremember.org. Dieses Jahr haben wir in einem Aufruf die Schwerpunkte natürlich gehabt, die Corona-Krise, die natürlich allgegenwärtig ist, aber vor allem die Abwälzung der Krise auf die Arbeiterinnen und auf das Pflegepersonal, während halt irgendwie große Unternehmen halt Riesendividenden auszahlen können. So sollen sich halt irgendwie die Beschäftigten gerade nach den letzten Tarifverhandlungen mit etwas abfinden, was halt nicht mal den Inflationsausgleich mit sich bringen würde. Gleichzeitig wollen wir aber auch auf erfolgreiche Kämpfe hinweisen, so eben wie die Streiks bei Gorillas. So, die wahrscheinlich sehr im Sinne von Rosa Luxemburg gewesen wären. Oder auch die Erfolge der Krankenhausbewegung und im öffentlichen Personennahverkehr. Und das trotz massiver staatlicher und medialer Anfeindungen. Gleichzeitig hat es aber leider auch die Linke nicht geschafft, über einzelne Solidaritätsaktionen halt großartig hinauszukommen. Auf eine andere Problematik werden wir dabei später nochmal genauer eingehen. Was eben aber nicht heißen soll, dass es keine erfolgreichen Kämpfe während der Pandemie gab. Allerdings gab es auch eine starke Gegenreaktion. Und diese kam eben von rechts. Diese wird oft unter dem Titel Querfront verhandelt. Wie fing das Ganze an? Im Frühjahr 2020 sammelte sich auf dem Rosa-Luxemburg-Platz, damals musste die Arme schon mit ihrem Namen herhalten, ein diffuser Haufen von Esoterikerinnen, Anthroposophen und teilweise auch Kulturschaffenden. Hier wurde der Begriff der Querfront auch erstmals medial verwendet. Zu Beginn von rechts gar nicht so interessant gewesen, hat die AfD doch beispielsweise zu Beginn der Pandemie noch einen knallharten Lockdown gefordert und teilweise härtere Maßnahmen, als es die Regierung jemals umgesetzt hat. Dieser U-Turn, den folgte jedoch erst, als sie merkte, dass dort ein Potenzial auf der Straße ist, so was eine der größten rechten Straßenmobilisierungen seit Pegida darstellte. Ein Teil dieser Gruppierungen, die dort später mit auf die Straße gingen, haben sich selber dann versucht, also definieren sich selber als links, beziehungsweise haben sie in letzter Zeit vermehrt versucht, linke Demonstrationen zu besuchen. Das sind eben Gruppierungen wie die Freie Linke und so weiter. Auch diese Gruppierungen sind auch dieses Jahr wieder auf der Liebknecht-Luxemburg-Demonstration unerwünscht. Das ist eine Entscheidung, die das komplette Vorbereitungsbündnis getroffen hat, da wir quasi nicht
Hand in Hand mit quasi kleiner Blick mal kurz. So, ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Weil wir nicht halten Hand mit Leuten demonstrieren wollen, die keinerlei Berührungsängste zu Faschistinnen haben, beziehungsweise eben ein sozialchauvinistisches Weltbild vertreten. Was an diesen Gruppen so problematisch ist, wollen wir in der heutigen Veranstaltung klären. Und das führt uns eben auch zu der heutigen Veranstaltung. Was ist überhaupt diese sogenannte Querfront? Im Rahmen der LL-Demo wollen wir immer ein Begleitprogramm auf die Beine stellen und Themen vertiefen, die wir im Aufruf natürlich nur anschneiden können. Dies hier heute ist ein Teil davon. Falls ihr interessiert, was in den letzten Jahren so los war, ältere Veranstaltungen gibt es als Video bzw. als Audio auf der Website. Für unsere heutige Veranstaltung freuen wir uns sehr, dass wir Bernd Lange und Nick Brauns gewinnen konnten und das Ganze mal einzuordnen, wer da überhaupt gerade auf der Straße ist und wo das Ganze herkommt. Bernd Lange wird den meisten quasi schon als der Antifa-Historiker schlechthin bekannt sein, beziehungsweise auch als Autor und Mitinitiator von Kunst und Kampf, so als Illustrianist von vielen sehr schönen Plakaten aus Göttingen oder auch dem Antifa-Logo und natürlich vielen Büchern wie eben Geschichte der antifaschistischen Aktion, ein sehr lesenswertes Buch. Als zweiten haben wir Nick Brauns, ebenfalls Historiker, Journalist unter anderem für die Junge Welt und in der Kurdistan-Solidarität tätig. Was beiden vor allen Dingen gemein ist, dass sie eben auch politisch aktive Menschen sind und deswegen eben auch das aktuelle Geschehen aus unserer Sicht, glaube ich, gut mit einschätzen können. Genau, zum Einstieg würden wir gerne eine historische Einordnung vornehmen. Wenn wir quasi historisch an die Querfront denken, würden den meisten Menschen wahrscheinlich zuerst der BVG-Streik von 1932 einfallen. Jedoch würde dies auch suggerieren, dass es da ein gemeinsames Konzept gibt, was dahinter steht. Könnt ihr die Begriffe bitte historisch herleiten und welche Idee überhaupt dahinter stand und mit welchen konkreten Beispielen und vielleicht auch mit konkreten Beispielen, wo das Ganze dann versucht wurde umzusetzen? Bitte? Bin ich jetzt dran? Dann, Genau. ja. Gut. Die historische Einordnung von der Querfront, dazu will ich vorausschicken, dass Querfront nicht Querdenken ist, dass man das also schon unterscheiden muss und dass die herbeigeredete Querfront meines Erachtens nur an den Rändern des politischen Geschehens tatsächlich, wenn überhaupt, also unter dem Begriff zu fassen, stattfindet. Und das heißt, also die Begriffe sind ziemlich verwirrt, Querdenken, Querfront und so weiter. Ich will das jetzt mal versuchen, historisch herzuleiten, also alles das, was man unter so einer Querfront verstehen könnte oder verstanden hat. Ich fange da ganz am Anfang mit Lenin an und will dazu noch sagen, dass also diese ungewöhnlichen Koalitionen, die stattgefunden haben, natürlich nur in ihrem zeitlichen Kontext zu verstehen sind und natürlich auch alle einzeln behandelt werden müssen. Aber ich werde jetzt mal in Schweinsgalopp durch die Geschichte rasen, um die Eckpunkte klarzumachen. Dazu will ich jetzt mal versuchen, die Präsentation zu starten. So, ich hoffe, das könnt ihr jetzt alle so sehen und es geht jetzt weiter. Also, wenn man sozusagen die Vorgeschichte der Querfront geschehen gehen wollte, könnte man auch schon diese Zusammenarbeit von der obersten Heeresleitung, also nicht direkt von der obersten Heeresleitung, hier im Wesentlichen vom Auswärtigen Amt mit Lenin da zitieren, der ja über die Schweiz mit 18 Genossinnen und Genossinnen in das revolutionäre Russland transportiert worden ist. Er war ja Emigrant, wie ihr sicherlich wisst, in der Schweiz und hätte gar keine Möglichkeit gehabt, sonst in das revolutionäre Russland zu gelangen. Und auch wenn das bei Wikipedia anders immer noch steht, es gab auch eine finanzielle Unterstützung, das bezog sich allerdings vor allen Dingen auf die Publikationen, die herausgegeben worden sind. Insgesamt war es natürlich nicht so, dass hier eine Front gemacht worden ist, wo jetzt also Lenin an den, wie eine Marionette an den Fäden des Auswärtigen Amtes tanzte, aber es war das Kalkül, natürlich, das hinter dieser Fahrt, hinter dieser Unterstützung gestanden hat und was auch ausgegangen ist, weil ja Deutschland diesen Frieden im Osten wollte und es dann durch diesen Frieden von Brest-Litowsk auch letztendlich dazu gekommen ist. Im revolutionären Deutschland gründete sich dann in der 1919,
Silvester, also 1819, die KPD. Hier gab es auch von vornherein schon einige nationalbolschewistische Elemente, die allerdings nur eine kurze Zeit eine Rolle spielen. Hier vor allen Dingen auf der Bildlinken mit diesem Hut, also nicht der Matrosenmütze Fritz Wolfheim zu sehen, der mit Heinrich Laufenberg, der hier nicht drauf ist, aus Hamburg zusammen eine nationalbolschewistischen Kurs in die KPD reinbringen wollte. Also wollte also an der Seite der Sowjetunion mit den von ihm sogenannten Patrioten kämpfen, gegen die Westmächte weiterkämpfen. Diese nationalbolschewistischen Ideen, die hier zum ersten Mal kamen, sind dann allerdings schon 1919 aus der KPD rausgeflogen, weil Lenin das also nicht mit unterstützt hat. Aber hier gibt es schon diese Idee. Und dann gibt es eine Entwicklung, die auch ein bisschen quer zu den ganzen Klassenkämpfen sozusagen steht, die man nicht einfach da so einsortieren kann. Es ist die sogenannte Ruhrbesetzung. Im Zuge des Versailler Vertrages hatten dann französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet ja 1921 und die folgenden Jahre besetzt, um Reparationsleistungen da zu bekommen. Und dann gab es da gegen Widerstand, der erste Widerstand. Soll sogar von KPD-Gruppen ausgegangen sein, das behaupten jedenfalls Leute wie Scheringer und so weiter. Und hier gab es durchaus eine quer verlaufende Konfrontation, die nicht so eindeutig, also die KPD hat sich sehr schwer getan, da eindeutige Positionen zu gewinnen, die sich völlig abgesetzt hat von diesen Rechten. Es ist der 10. Jahrestag vom Rhein-Ruhr-Krieg, wie sie es genannt haben, das war schon die nationale Phase der KPD, die es auch gegeben hat. Und auf dem Schild da, was da so klein hinten steht, kann man vielleicht noch lesen, für die nationale und soziale Befreiung Deutschlands. Das waren ja diese Parolen. Aus dieser Geschichte mit dem Ruhrwiderstand haben, wie gesagt, die Rechten auch ihre Aktivisten dahingeschickt. Da wurde also dieser Albert Leo Schlagetter dann von den Franzosen wegen aktiver Sabotage erschossen. Und daraus hat dann der bolschewistische Emissär Karl Radek dann eine Linie gemacht, die also mit der sogenannten Schlagetta-Rede angefangen hat. Also ein Bündnis eben wieder mit diesen patriotischen rechten Kräften zu schließen. Das ist eine richtige Linie innerhalb der KPD dann gewesen, hat man sich auch in Lesekreisen versucht, mit Rechten in Diskussion zu kommen, also zu den Linken herüberzuziehen. Diese Linie wurde innerhalb dieser Einheitsfrontstrategie toleriert, unter dem Überschrift, dass man also versuchen wollte, ganz andere Kreise noch für die KPD-Politik zu gewinnen. Diesen Schlagetterkurs, der ist also bis 23 tatsächlich erhalten geblieben. Was aber Radek auch noch gemacht hat und was also viel wichtiger und viel bedeutender im historischen Zusammenhang dann war, ist, dass er einen geheimen Militärvertrag mit dem Deutschen Reich organisiert hat. Durch den Versailler Vertrag durfte ja Deutschland nur 100.000 Soldaten haben, keine schweren Waffen und so weiter. Und da hat man sich darauf geeinigt, dass man in der Sowjetunion die Deutschen an diesen Waffen üben lässt und sie dafür die Rote Armee aufbauen. Es ist ein Geheimvertrag gewesen, der die ganze Zeit in Kraft war, als erst durch Hitler dann beendet worden ist. Und was ist jetzt hier los? Ja, und darauf auf diesen Vertrag, der sollte also bestehen bleiben. Und diejenigen, die diesen Vertrag in Gefahr brachten, waren die Sozialdemokraten, die eine Annäherung mit Frankreich herbeiführen wollten. Und dass dann die Einheitsfrontstrategie und vor allen Dingen Sozialfaschismus-These in diesem Zusammenhang eine Rolle spielte, dann so ein prägendes Element wurde in der Kommentaren und das heißt dann also auch in der KPD, hatte dann vor allen Dingen mit Stalin zu tun, der gesagt hat, wir müssen unsere Armee aufbauen und eine Annäherung mit Frankreich bedroht diesen Militärvertrag. Deswegen ist der Hauptfeind sozusagen die Sozialdemokratie. Und die Sozialdemokratie war also die Zeit der Weimarer Republik immer die Partei, die von der KPD bekämpft worden ist hauptsächlich, und das hatte eben diesen Hintergrund. Und so erklärt sich dann auch eine gemeinsame Initiative 1931, die also von der offiziellen KPD-Geschichte später ungern bis gar nicht, also gar nicht bis ungern genannt worden ist. Das war der gemeinsame Volksentscheid gegen Otto Braun, dem Ministerpräsidenten von Preußen, von der
SPD, es ging eigentlich von den Rechten aus, die KPD ist dann auf Geheiß tatsächlich aus Moskau dann dieser Initiative aufgesprungen, die dann letztendlich gescheitert ist. Und das alles mündet tatsächlich in so eine Art nationalen Phase, die also dann 1932 noch größere Wellen schlug. Und das wurde eben schon erwähnt, der BVG-Streik von 32 und so weiter, das gehört alles mit in diesen Zusammenhang. Das heißt aber nicht, wenn es da auch Koalition, also nicht Koalition, ja in der Form nicht, wenn es da solche Dinge gegeben hat, dass das also, dass die beiden Parteien dann zusammen gekämpft hätten in einer Front, das will ich nochmal betonen. Für diese Idee der Querfront ist auch dieser Mann nennenswert, Walter Stennes, ein der oberste SA-Führer Ost, zumindest einige Zeit, und vor allen Dingen sein Kumpel Bruno Ernst Buchrucker, der war Major und hatte vor allen Dingen im Kapp-Putsch in Cottbus einiges zu tun, hat dann den sogenannten Küstriner Putsch mit der Schwarzen Reichswehr angeführt, und Stennes war einer seiner Leute, der hatte in Fort Hanneberg in der Nähe von Berlin da das besetzt und einige Tage da sozusagen gehalten. Später ist er in die SA gegangen und war ein Typ, der von seiner Idee, also im Nationalsozialismus hat ja jeder seine eigene Idee sozusagen von gehabt, mit Hitlers Legalitätskurs nicht einverstanden war. Denn Stennes hat gesagt, schon Parteien alleine sind Verrat an der Idee. Er wollte sozusagen den Staatsapparat durch eine breite Bewegung einfach übernehmen. Sein Ding war die SA. Und deswegen gab es dann eine Revolte in Berlin gegen die Hitler-Führung in der NSDAP, die sogenannte Stennes-Revolte, wo SA-Leute, SS-Leute weggehauen haben und dann die Polizei gerufen werden musste. Da will ich jetzt aber nicht weiter ins Detail gehen. Letztendlich ist Stennes und seine 300 Kumpels da aus der SA rausgeflogen. Die haben sich dann zusammengetan. Ich fasse das jetzt sehr schnell, sehr grob zusammen. Mit Otto Strasser, Bruder von Georg Gregor Strasser, Major Ernst Buchrucker in der Schwarzen Front. Und die Schwarze Front wollte also eine Querfront sein. Ihr seht das ja hier links, dieser SA-Mann, der Stimmzettel bringt niemals die Rettung. Und dann oben auch diese eiserne Faust, wo ihr seht, die schwarz-rot-goldene Fahne, Hakenkreuzfahne, das andere soll SPD sein, Reichsfahne und Kommunismus. Also der ein dritter Weg im Grunde genommen sollte hier beschrieben werden, dieses nationalrevolutionäre Element. Das endet damit, die Schwarze Front war nicht sehr bedeutet, endete damit, dass die meisten Leute der Schwarzen Front in die KPD eingetreten sind und die dann als die Rumpforganisation dann bedeutungslos geblieben ist und von den Nazis zerschlagen wurde. Ihr Emblem, das will ich aber noch kurz sagen, weil es eine Rolle spielt, war ein linksdrehendes Hakenkreuz mit Hammer und Schwert, also für Soldaten und Arbeiterschaft. Und das wird bis heute von den Neonazis genutzt, das Antikapitalistische Komitee, das ja da 2015 mit den Protesten gegen die EZB in Frankfurt am Main zum ersten Mal auftrat. Die haben das zum Beispiel, nutzen das bis heute, beziehen sich auf diesen dritten Weg da, der Schwarzen Front und diese ganzen Geschichten. Der eigentlich ist der Begriff Querfront erst 1932 geprägt worden, und zwar im Zusammenhang mit der Präsidentschaft von Kurt von Schleicher, eigentlich ein General, der dann aber in die Politik gegangen ist. Und der wollte eine Querfront dann aufbauen gegen auch die NSDAP vor allen Dingen. Er wollte den sogenannten linken Flügel mit Gregor Strasser da herausspalten und wollte auch mit Sozialdemokraten, Gewerkschaften und so weiter zusammen eine Regierung aufbauen. Das war einige Zeit lang tatsächlich, also eine ganze kurze Zeit tatsächlich eine Möglichkeit, mit der man hätte die Nazis verhindern können. Das ist aber nichts draus geworden, weil der Strasser sich nicht aus der NSDAP hat herausspalten lassen. Die Sowjetunion hat ja dann weiterhin diese, nach der Machtübertragung der Nazis, vor allem in Deutschland, weiterhin diese Theorie vertreten, dass die kapitalistischen Länder, die sozusagen seit Lenin das im Ersten Weltkrieg Imperialismus als letzte Stufe, der höchste Stufe des Kapitalismus dargestellt hatte, sozusagen in einem Endzeitkampfmythos waren, dass der Kapitalismus jetzt kurz vor seinem Ende steht und deswegen als letzter Ausweg sozusagen die faschistischen
der Faschismus jetzt etabliert wird und dass man eben den die faschistischen Organisationen aufbaut und länderfaschistisch macht, um dann die Sowjetunion anzugreifen. Und das ist so historisch nicht haltbar. Da gibt es verschiedene Brüche drin und der wohl wichtigste, und da würde der Begriff Querfront dann vielleicht auch ein bisschen passen, ist dann der sogenannte Hitler-Stalin-Pakt. Ich weiß, der heißt nicht so, ist nicht Angriffspakt, wie auch immer man versucht da rauszureden, aber letztendlich läuft es daraus hinaus. Es wurde ein Pakt zwischen diesen beiden Diktatoren da geschlossen. Ist im Grunde genommen die Aufteilung Osteuropas da durchgesetzt wurde. Unter Stalins Führung wollte man die alten Gebiete, die man zu Russland gehörten, wieder zurückhaben, die baltischen Staaten, Teile von Polen und auch Finnland. Der Angriff auf Finnland im November 1939 ist auch in diesem Zusammenhang zu sehen. Aber ich will da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, nur dass natürlich der Angriff auf Polen abgesprochen war und Polen dann aufgeteilt worden ist. Es gab noch eine Menge andere Geschichten im Zusammenhang. Die spielte dann historisch nicht mehr so eine Rolle, weil Hitler dann durch seinen Überfall auf die Sowjetunion diese ganzen Abmachungen natürlich zunichte gemacht hat. Als letztes will ich vielleicht noch erwähnen, dass auch im Grunde genommen, wenn man das so von dieser Seite aus denkt, auch die Anti-Hitler-Koalition eine Art Querfront darstellen würde, weil es ja die Sowjetunion mit den kapitalistischen Staaten dann Hitler niederringen, könnte man jetzt überspitzt sagen, vielleicht dann die Querfront auch den Hitler da, also eine Art Querfront den Hitler niedergerungen hat. Ich will damit also nochmal andeuten, diese Begriffe muss man oder diese einzelnen historischen Abläufe muss man in ihrem Zusammenhang, in dem historischen Zusammenhang genau anschauen und kann sie nicht einfach sagen, da hat es mal eine Koalition gegeben und oder eine Zusammenarbeit gegeben und das ist alles das Gleiche. Das ist alles spezifisch zu beurteilen. Genauso im Übrigen wie in China, also auch das revolutionäre China, das ist, kann man Ähnliches feststellen zu Mao, der also mit Chiang Kai-shek sich eine Zeit lang koaliert gegen die japanische Besetzung. Und als die Japaner dann aus dem Land hinausgeworfen sind, gibt es dann einen erbitterten Bürgerkrieg und dem dann also Mao siegt. Auch da gibt es so eine Zusammenarbeit. Zum Heute ein großer Sprung sozusagen, der nochmal klar macht, Querfront und Querdenken, das sind also ganz unterschiedliche Dinge. Und ich würde jetzt auch sagen, dass viele Faschisten Impfgegner sind, aber nicht jeder Impfgegner ist ein Faschist. Und ich wäre da auch immer vorsichtig vor eilfertigen politischen Ausgrenzungen. Ich finde einiges ist bedenkenswert in der aktuellen Diskussion. Wir haben uns jetzt jahrelang gegen den Überwachungsstaat, gläserner Mensch und so weiter gewandt. Und das wird jetzt heute alles relativ zügig anders oder dem Deckmantel der Pandemie eben platt gemacht. Da muss man sehr vorsichtig sein. Wie gesagt, ich würde jetzt nicht alle Impfgegner da einfach so in einen Topf werfen wollen. Aber es gibt natürlich entsprechende Tendenzen und auf die will ich jetzt so ein bisschen eingehen, auch auf die Wirrnis, die das teilweise jetzt mit neuen Theorien hinterlassen hat. Heute zum Beispiel die Demonstration in Bochum, Pandemie der Lügen und der Impffaschismus, immer eine neue Begrifflichkeit, die jetzt hier dargestellt wird. Es gibt ein paar neue wirre Ideen, die also eine Rolle spielen in diesem ganzen Zusammenhang. Ich will sie nur kurz darstellen, weil sie in der weiteren Diskussion vielleicht noch eine Rolle spielen können. Das wäre diese QN-Geschichte, wo also die aus den USA kommt, wo eben man davon ausgeht, dass es eine satanistische Elite gibt, die also Kinder entführt, deren Blut trinkt, sich dadurch verjüngt und das alles mit einem Deep State zusammen ist und Trump gegen diese Leute vorgehen würde, da kommt diese Idee also her, ist im Zusammenhang damit zu sehen. Ziemlich irres Zeug, würde man sagen, aber zum Beispiel der Typ, der in Hanau dieses Massaker veranstaltet und so weiter, bezieht sich auf QN und die Q-Fahne, die ist ja bei vielen Querdenker-Demonstrationen auch hier in Berlin überall immer wieder zu sehen. Der andere, den ich noch kurz nennen will, der auch in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, Alexander Jones. Alex Jones hat auch einen Amerikaner, der ja einen eigenen Fernsehsender da auch betreibt und der auf den bezog sich der Stefan Balliet, der ja in Halle dieses
die Synagoge überfallen hat. Deswegen will ich das benennen, auch wenn es total versponnen klingt, gibt es echt Leute, für die sowas eine Rolle spielt. War so ein USB-Stick mit Dingen von ihm hier drauf. Also dieser Typ, den man als Verschwörungsunternehmer bezeichnen kann, für den ist also der Feminismus das schlimmste Übel der Welt. Und er hat ja diese Incel-Bewegung aufgerufen, was also auf Deutsch übersetzt so viel wie unfreiwilliges Zölibatäre heißen würde. Und geht davon aus, also der Feminismus uns unterdrückt, dass es Feminoide gibt, also Wirkstoffe, die in das öffentliche Wassersystem eingespeist werden oder einfach so ins Getränk geträufelt werden. Aber und die dann wehrlos machen gegen den Feminismus. Aber Alex Jones kann uns helfen. Er hat nämlich das Gegenelixier erfunden und das kann man dann auch bei ihm bestellen. Also solche wirren Geschichten, würde man sagen. Aber sie haben schon dazu geführt, dass Leute also hier tatsächlich dann auch mit Autos in Demonstrationen gefahren sind und sich davon wirklich inspirieren lassen. Deswegen wollte ich es hier genannt haben. Denn der Wahnsinn kommt ja zusammen oder ist zusammengekommen bei diesen ganzen Querdenker-Geschichten. Hier haben wir es nochmal schön in einem Bild. Donald Trump, QAnon, Reichsfahne, Brandenburger Tor, Stars and Stripes, also alles sozusagen zusammengemischt. Und um dem allen noch einen draufzusetzen, gründet sich dann auch noch die Freie Linke, die jetzt sagt, sie will jetzt von links eine Tendenz gegen diese Corona-Geschichten darstellen und die keine Berührungsängste hatte, mit AfD und anderen Rechten aufzutreten. Freie Linke kommt nochmal aus einer anderen Ecke heraus, hat mit dieser sogenannten Friedensbewegung zu tun. Da gibt es jetzt auch den zweiten Krefelder Appell, da kommt aber vielleicht gleich nochmal in der Diskussion einiges mehr. Das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Und das gibt durchaus recht aggressive Aktionen. Das hier habt ihr vielleicht mitgekriegt am 16. September, als da die an der Volksbühne dann wieder der Spielbetrieb aufgenommen werden sollte. Impft euch ins Knie, Leute mit roten Fahnen davor, die Eingänge verbarrikadiert hatten. Und da gab es ja auch tätliche Auseinandersetzungen. Also das ist nicht ganz so ohne, sind relativ aggressiv, wie es teilweise abgeht. Ja, was kann man dagegen tun? Da will ich auch noch kurz sagen, es gibt ja die antiverschwurbelte Aktion, finde ich eigentlich eine ganz sympathische Geschichte, die ja in ihren Logo diese Reptiloiden hineingesetzt hat, deswegen diese Echsen. Also es ist ja auch so eine Theorie, echsenartige Reptiloiden wären also unterwegs von Außerirdischen gezeugt oder gelandet und die würden also die Politik bestimmen, total irres Zeug. Da gibt es einen Typ, der heißt David Icke, der das vertreibt. Ich will da gar nicht weiter drauf eingehen. Es ist total irre eigentlich, aber es gehört alles in diesen Zusammenhang, erklärt dann auch diese Geschichten. Und das fand ich mal eine ganz sympathische Sache, wo man nicht gleich mit der Pompe kommt, wo man so sich ein paar Leute als Reptilien verkleidet, dann in die Querdenker-Demo am Alexanderplatz gemischt hatten und dadurch einiges verursacht hatten an Irritationen und den Kindern hat es vor allen Dingen auch viel Spaß gemacht. Ich will das jetzt nicht auf die lächerliche Sache ziehen, aber ich fand es eine ganz erfrischende Geschichte. So viel also mein Schweinsgalopp durch die Geschichte, den ich jetzt hier beenden will und dann das Wort mal abgeben. Genau, erstmal vielen Dank, Bernd, für diesen wirklich im Schweinsgalopp durchgepeitschten historischen und aktuellen Teil. Ich weiß gar nicht, Nick, wolltest du jetzt noch mal historisch drauf eingehen? Oder? Ja, ich möchte ein paar Punkte gerne noch ergänzen. Mhm. Genau. Ich denke, Bernd hat ja vieles jetzt, sag ich mal, auch sozusagen dargestellt, wie die KPD, wollen wir es Querfront nennen, aber wie die KPD eher sozusagen probierte, aus welchen Gründen auch immer, mit Rechten hier ins Gespräch zu kommen, die rüberzuziehen. Ich denke, da ist es auch wichtig zu sehen, dahinter war natürlich taktische Absichten. Es ging darum, dass damals auch als Klasse noch sehr starke Kleinbürgertum, traditionell nationalistisch eingestellt und so, entweder rüberzuziehen auf die linke Seite oder aber zumindest ruhig zu stellen, zu neutralisieren während der erhofften revolutionären Auseinandersetzungen. Und es ging natürlich auch, wie es Bernd ja auch schon ausgeführt hat, zum Teil auch um Außenpolitik, also eher um sowjetische Außenpolitik in dem Fall. Das aber, man kann sagen, ich denke, man kann sagen, es steckt da jeweils immer Taktik dahinter. Aber
Querfront als Strategie. Ich denke, da ist es ganz wichtig zu sehen, dass zumindest historisch das eben wirklich eine rechte Strategie ist von rechten, von faschistischen Kreisen, die eben darauf abzielt, durch die Übernahme von linken Themen, linker Symbolik, linken Auftreten eben in die Arbeiterinnen und Arbeiterklasse einzudringen, die ja eben Arbeiter weg vom Marxismus, sowohl in seiner sozialdemokratischen wie in seiner kommunistischen Form zu bringen, weg vom Internationalismus, weg vom Marxismus eben, und für einen volksgemeinschaftlichen Sozialismus zu gewinnen, also letztendlich für einen autoritären Führerstaat, in dem dann eine scheinbare Partnerschaft zwischen Arbeit und Kapital herrscht, also etwas, was es nicht geben kann, was also letztendlich Kapitulation der Arbeiter bedeuten würde. Und wir sehen eigentlich diese Herangehensweise schon sehr, sehr früh, schon mit der Gründung der Nazi-Partei, also die Vorgängerin der NSDAP, das war ja die Deutsche Arbeiterpartei. Also da sehen wir schon an dieser Wortwahl, dass hier probiert wurde, eigentlich mit einer Partei, mit einem faschistischen Programm, an Arbeiter ranzukommen. Man hat sich als Arbeiterpartei dargestellt. Also vorher war es üblich, noch im Kaiserreich, dass Parteien, rechte Parteien, das waren eher ja, Honoratiorenparteien, da waren dann Schuldirektoren drin, da waren dann Banker drin und andere, aber es waren keine Massenparteien gewesen. Aber jetzt, auch vor dem Hintergrund allgemeines Wahlrecht und so weiter, war es jetzt nötig, hier in die Arbeiterklasse auch reinzudringen, Verwirrung zu schaffen und eben faschistische Massenorganisationen auch aufzubauen. Und das konnte eben nur gelingen durch die Übernahme linker Programmatiken, linker oder scheinbar linken Auftretens. Also wenn wir uns dann auch die Symbolik der NSDAP anschauen, erstmal der Name nationalsozialistisch und Arbeiter, ist drin, dann die roten Fahnen, wenn auch mit weißem Kreis und Hakenkreuz. Dann, wenn wir uns das Programm anschauen, wo dann auch so, ich sag mal, scheinbar antikapitalistische Punkte drin vorkommen, die Brechung der Zinsknechtschaft und dergleichen, dann sehen wir also wirklich hier dieses Bemühen, sich eigentlich ja hier als antikapitalistische Kraft irgendwie darzustellen. Natürlich waren Antikapitalismus war kein echter Antikapitalismus, es lief auf Antisemitismus raus immer, aber es wurde eben hier schon versucht, in dieses Spektrum sozusagen, eigentlich in ein linkes Spektrum damit auch reinzukommen, den Kommunisten, Sozialdemokraten die Leute abspenstig zu machen. Und später war das ja dann auch wieder bei dieser Querfrontstrategie des General von Schleicher. Also die zielte ja nicht nur darauf, jetzt nicht die Nazi-Partei an die Macht zu lassen, sondern auch eine Alternative zu finden, sondern sie es war eine Querfront, die sich ja auch vor allem gegen die immer stärker werdende KPD gerichtet hat. Die sollte ja nicht Teil dieser Front sein. Schleicher wollte die rechten Gewerkschaftsführer drin haben, er wollte die rechten sozialdemokratischen Führer mit drin haben und er wollte den Strasser-Flügel mit drin haben, um auf die Weise für seine nationale Diktatur eine Basis in der Arbeiterklasse zu schaffen. Aber er wollte natürlich nicht die KPD dabei haben. Und ich denke, das ist einfach wirklich wichtig, wenn wir uns zumindest historisch die Genese der Querfront als Strategie anschauen. Es war immer eine rechte Strategie. Von linker Seite, von der KPD, gab es vielleicht mal, ich sag, Verwirrungen. Es gab taktische Manöver dergleichen. Aber es war nie als so eine durchgängige Strategie eigentlich. Aber von rechter Seite war es eben wirklich als Strategie gedacht. Und ich denke, das ist bis heute auch oft noch so, wobei es wir jetzt in den letzten Jahren vielleicht neue Entwicklungen hatten, dass auch ja, Leute, die, ich sage mal, mindestens von links kamen, plötzlich sich offen für Querfront als Strategie ausgesprochen haben. Das hatte man früher eigentlich nicht so gehabt. Also zum Beispiel Jürgen Elsässer, der ja wirklich also diverse Wendungen in seinem Leben hingelegt hat, vom Maoisten zum Erfinder der Antideutschen, zum harten Anti-Imp. Aber dann eben vor ungefähr 11, 12 Jahren begann er dann ja ganz offen, eine Querfront zwischen rechts und links zu fordern, eine Querfront von Gauweiler bis Lafontaine. Auch seine Zeitung Kompakt, die er dann gegründet hat, oder seine Volksinitiative gegen das Finanzkapital, waren ja erstmal als Querfrontprojekte wirklich gedacht. Nur, ich denke, man konnte hier ganz schnell sehen, dass oft solche Linke, die eben auftreten und
eine Querfront propagieren, damit im Grunde genommen schon jede linke Grundlage verlassen und sehr, sehr schnell ganz, ganz rechts landen. Also Jürgen Elsässer ist heute durch und durch ein Faschist. Selber wird er sich auch, denke ich, nicht mehr irgendwie als links definieren. Wahrscheinlich sieht er sich selber als Patriot oder so, aber wird einen Teufel tun, sich irgendwie noch als links darzustellen. Und es hat sich, denke ich, recht schnell auch gezeigt, dass ihm eben auch bei seinen Querfrontprojekten, ja, ich sag mal, die linken Spielpartner fehlten. Eine Handvoll Leute hatte er da vielleicht, aber im Wesentlichen hatte er von Anfang an rechte Autoren, hatte rechte Leute dabei gehabt, die da mitmachten. Und ist dann selber ganz rechts als AfD, als Pegida-Unterstützer eben geendet, was er ja heute noch ist. Oder ein anderes Beispiel, sicherlich Ken Jebsen, auch jemand, also dieser ehemalige Radiomoderator, der dann mit seinem eigenen Kanal Ken FM begann. Auch jemand, der eigentlich am Anfang immer durchaus probiert hat, sich links zu positionieren, aber dann immer auch schon sagte, es gibt eigentlich gar kein Rechts und Links oder wir müssen Rechts und Links zusammenführen. Also er hat selber auch zu Zeiten, wo er sich noch als Links verstand hat, Ken Jebsen auch schon auf rechten Kundgebungen gesprochen und so immer mit dem Ziel, dass er sagte, wir haben ja eigentlich viel gemeinsam, Linke und Rechte, und eigentlich bedeuten diese Abgrenzungen gar nichts mehr, wir müssen das zusammenführen. Und ich denke auch, bei Ken Jebsen können wir sehen, also dass er inzwischen vollkommen im rechten Lager wirklich auch gelandet ist. Also drum von Querfront, von linker Seite sehe ich so eigentlich kaum, sondern die es als Linke eben sozusagen als Strategie ausgeben, landen sehr, sehr schnell wirklich ganz rechts. Und wenn wir jetzt hier über diese Freie Linke vielleicht noch einen Satz zu sagen. Also die, soweit ich es sehe, also das sind ja viele Leute, die wirklich aus linken Gruppen kommen. Ihre führenden Genossen sind oft aus trotzkistischen Gruppen, aber es sind auch Leute dabei, die früher in der Linkspartei, in der DKP, bei den Anti-Imps und so waren. Aber da sehe ich auch gar nicht unbedingt, dass hier bewusst die Querfront mit Nazis gefordert wird. Es ist eher das Problem bei der Freien Linken. Die Freie Linke sagt, die faschistische Gefahr geht vom sogenannten Corona-Regime aus und dem muss man alles unterordnen, und demgegenüber ist es sozusagen das geringere Problem, wenn auf Querdenker-Demonstrationen auch Nazis und AfDler dabei sind. Die mag die Freie Linke dann nicht unbedingt, aber sie sagt, naja, wir müssen erstmal froh sein um jeden, der hier auf die Straße geht, und wir dürfen uns von solchen Kräften nicht ablenken lassen. Die Hauptgefahr ist eben das faschistische, der Corona-Faschismus. Also so die natürlich wirre, völlig falsche Einschätzung. Aber auch bei der Freien Linken sieht man jetzt nicht, dass sie jetzt bewusst sagen, wir müssen jetzt hier mit der AfD oder anderen kooperieren. In der Praxis gab es allerdings solche Kooperationen. Zumindest, also es gibt ja Bilder, die zeigen, wie Freie Linke dann das Mikrofon weiterreichen an AfDler auf einer Kundgebung und dergleichen. Aber da steckt jetzt, denke ich, nicht die große Querfrontstrategie dahinter, sondern eine völlig falsche Einschätzung der ganzen Situation und auch, wo man selber steht. So viel vielleicht erstmal noch als Ergänzung auch zu dem historischen Abschnitt auch von Bernd. Alles klar. So, dann erstmal vielen Dank für eure Inputs. Ich möchte nochmal zwischendurch auf das Fragetool verweisen, was, wie gesagt, direkt unter der Videobeschreibung ist. Und genau, ihr habt das jetzt quasi ja schon zusammengefasst, also von der historischen Sekundentät bzw. der historischen Einordnung zu den aktuellen zu der aktuellen Situation. Vielleicht bringen wir noch mal ein kleines Stück zurück. So, was man ja eben auch nicht vergessen darf, ist, dass eben gerade zu Beginn der Pandemie es ja auch eine größere Solidaritätskampagnen gab. Also gerade so Gabenzäune und so weiter waren ja durchaus halt auch vorhanden. Von daher ist es ja nicht so, dass quasi nur von rechter Seite versucht wurde, das zu nutzen. Das ist auch ganz witzig, weil zum Beispiel auch die größten Pandemieleugner am Ende, wie die NPD noch am Anfang versuchte, quasi selbst einen Einkaufsservice oder ähnliches halt zu organisieren und dann erst später eben in dieses LeugnerInnen
quasi Milieu übergegangen sind. So, was mich jetzt nochmal interessieren würde, so, ihr habt es ja vielleicht so ein bisschen angerissen, so, wo seht ihr jetzt quasi eigentlich auch schon Kontinuitäten halt im Vorfeld? Also zum Beispiel der Querfrontbegriff wurde ja schon öfter verwendet, also eben auch bei den bereits angesprochenen Mahnwachen für den Frieden oder auch eben bei den quasi Antideutschen. So, jetzt gibt es da eine Kontinuität oder ist das quasi jetzt ein komplett neues Phänomen? Also, wer möchte erst? Bernd, du? Oder? Hau rein, ich habe ja eben das erste, das mache ich dann als zweites. Also, ich denke, wir müssen hier erstmal als einer auch sehen, Querfront wird natürlich auch von Seiten, ja, ich sag mal, der Herrschenden oder sehr stark auch von Seiten der linksliberalen Presse, von Taz bis Tagesspiegel bis Zeit und so, erstmal auch gebraucht, um ja unliebsame Positionen, antiimperialistische Positionen, antizionistische Positionen, auch klassenkämpferische Positionen, Kritik an der EU und so weiter, um sowas alles auch zu diffamieren. Also drum, ich bin persönlich sehr, sehr vorsichtig eigentlich mit dem Gebrauch des Querfrontbegriffs. Wir haben Situationen, wo man wirklich auch nicht mehr anders ausdrücken kann. Also wenn ich jetzt dran denke, jetzt hier tauchte gerade ein neuer Krefelder Appell auf, wo also hier diverseste, auch bekannte Köpfe der alten Friedensbewegung, alt kann man auch wörtlich nehmen, die meisten sind weit über 80, die da draufstehen, neben den führenden Köpfen der Querdenkerszene, der Freien Linken und anderen unterschrieben haben und man sich hier nicht nur gegen die NATO wendet, sondern auch gegen ein Impfregime dergleichen. Also dann sage ich, das kann man nicht mehr anders als Querfront bezeichnen. Aber sehr oft wird eben der Querfrontbegriff erstmal einfach von den Herrschenden wirklich oder von der herrschenden Presse benutzt, um hier Positionen zu diffamieren. Also wurde ja schon für die ersten Hygienedemos zum Beispiel am Rosa-Luxemburg-Platz verwendet, als dort, ich sag mal, sowohl Nazis wie auch Leute, die sich subjektiv als linksradikal fühlen, sicherlich jeweils an einer Hand abzuzählen waren und die Masse einfach nur verwirrte Impfgegner, Esoteriker und andere gewesen sind. Und später wurden dann die Rechten dort viel stärker, aber es sollte eigentlich ein ganzes Jahr dauern, bis sich dann sowas wie die Freie Linke gebildet hat und tatsächlich auf Querdenker-Demos plötzlich linke Symbolik, Che Guevara-Fahnen, rote Fahnen und so zu sehen waren. Lange war das nicht. Da existierte das wirklich nur im Kopf liberaler, linksliberaler Journalistinnen und Journalisten, die hier bei aller auch berechtigten Kritik an Querdenkern bei der Gelegenheit auch gleich noch gerne Linksradikale und Antikapitalisten miterledigen wollten. Aber wenn es drum jetzt geht, dann zu fragen, was für eine Vorgeschichte haben denn jetzt hier diese Querdenker-Geschichten zum Beispiel? So, da landen wir tatsächlich natürlich bei auch bei diesen Mahnwachen, bei den Montagsmahnwachen für den Frieden, die sich ja so 2014 im Umfeld der damaligen der Ukraine-Krise hier entwickelt haben. Da gab es ja plötzlich in vielen Städten dann eine, ja, wie es hieß, eine neue Friedensbewegung, wo aber dann auch führende Exponenten, also sehr oft waren es Leute von denen, die ganz neu plötzlich in der Politik waren, wie Lars Mehrholz, hier ein Fallschirmunternehmer in Berlin, der ja hier die führende Figur wurde. Und so, und die sagten dann auch, ja, ich sag mal, recht wirre Sachen. Zum Teil haben so richtige Positionen gegen die NATO, gegen die Kriegsgefahr, gegen die Einkreisung Russlands. Aber das wurde dann verbunden mit einer, ja, wirren oder bis ins Antisemitische abgleitenden Kapitalismuskritik. Da wurde dann die Federal Reserve Bank in den USA etwas, was oder die Rockefellers oder so plötzlich als Ursache allen Übels und aller Kriege des letzten Jahrhunderts dargestellt. Also eindeutige antisemitische Chiffren, die da auch mitschwingen. Aber diese Mahnwachen, ich sag mal so, ich habe mir die ja auch selber mal angeschaut, da war, die waren so bunt, sag ich mal, wie die alte Friedensbewegung auch. In der alten Friedensbewegung der 80er Jahre, da hattest du auch
harte Nationalisten dabei, die auch sagten, wir wollen nicht, dass Deutschland hier zwischen Ost und West zermalmt wird in einem Krieg. Da hattest du auch Pazifisten und Esoterik-Hippies und alles dabei. Und ähnlich war das, denke ich, auch bei diesen neuen Mahnwachen für den Frieden mit einem großen Unterschied. Es gab keine starke Linke mehr, die da eine Linie reinbringen konnte. Also in der Friedensbewegung der 80er Jahre, da hattest du immer noch irgendwo im Hintergrund die DKP und hinter der DKP noch die Gelder aus dem Osten und überhaupt die ganze Existenz von DDR und Sowjetunion. Und das wirkte sich schon dann immer noch bei aller Wirrnis, die auch in der alten Friedensbewegung war, doch irgendwie, ich sag mal, ordnend aus, dass es in weiteren Sinne doch in einer linken Linie blieb. Aber wir haben inzwischen diese starken linken Kräfte so nicht mehr und drum hatten wir dann in dieser neuen Friedensbewegung ja alles Mögliche. Da hatten wir wirklich an einigen Orten Nazis, die dann da sehr aktive Rolle spielten, die führende Rolle waren. In anderen Orten waren es eher linke Kräfte. Jedenfalls gab dann sehr schnell der Querfront-Vorwurf, auch von Seiten der Presse, auch von Seiten einiger antifaschistischer Gruppierungen und so. Und wenn wir uns jetzt die Geschichte anschauen, kann man sagen, aus diesen Mahnwachen für den Frieden löste sich dann auch tatsächlich schnell in einigen Orten eine viel weiter rechts stehende Bewegung raus. Also die patriotischen Europäer gegen die Amerikanisierung des Abendlandes oder Endgame oder solche Gruppen, also Gruppierungen, Strömungen, die wirklich ganz klar rechts dann standen. Es gab innerhalb dieser Bewegung ja auch Auseinandersetzungen. Es gab zum Beispiel viel Kritik, als Jürgen Elsässer sich dort einmischte. Da haben dann durchaus einige Leute auch probiert, einen Gegenappell zu machen, ihn nicht mehr auf allen diesen Mahnwachen sprechen zu lassen. Aber wir konnten dann eben erleben, wie im Grunde genommen aus den Resten dieser Mahnwachen sich in einigen Orten dann im folgenden Jahr, auch vor dem Hintergrund der großen Fluchtmigration und so, plötzlich erste Pegida-Gruppen dann entwickelten. Also da gab es durchaus auch Kontinuitäten. Teilweise finden wir dann auch wieder auch personelle Kontinuitäten von damals, finden wir dann heute wieder in Teilen, gerade der Querdenker-Szene, zum Beispiel auch in Sachsen oder Thüringen oder so, wo dann eigentlich so eine ähnliche Gemengelage dann auch wieder herrscht. Ich denke, nur einen großen Unterschied muss man auch zum Beispiel sehen, wenn wir uns diese Mahnwachen für den Frieden erstmal anschauen und die Querdenker-Demonstrationen heute. Bei den Mahnwachen für den Frieden kann man sagen, es kamen auch eine Menge Menschen hin, die vorher nie politisch aktiv waren. Von der Zusammensetzung, es waren viele, die sicherlich vor dem Computer politisiert wurden und damit erstmal auf die Straße dann gegangen sind, erstmals im Leben. Also ähnlich wie vielleicht auch heute bei der Querdenkerbewegung. Aber viele, die sich erstmal zu diesen Mahnwachen für den Frieden gingen, wollten ja was grundsätzlich Richtiges. Sie wollten Frieden. Sie wollten hier Schluss der Kriegsgefahr gegen Russland und so. Und das ist ja erstmal was Richtiges. Während viele, die natürlich jetzt hier auf Querdenker-Demonstrationen gehen, von Anfang an erstmal auf einer völlig irrationalen, falschen Basis agieren, indem sie einen ja doch tödlichen Virus hier leugnen, indem sie im Grunde genommen hier, sie stehen sozusagen mit ihren zentralen Forderungen gleich schon, da ist nichts Unterstützenswertes. Also bei diesen Mahnwachen für den Frieden, da konnte man immer noch überlegen, wie hätte man als Linker reagieren müssen. Hätte man da hingehen sollen und um die Linie kämpfen, die Nazis rausschmeißen und probieren, den anderen eine vernünftige Kapitalismuskritik zu bringen zum Beispiel, wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber bei Querdenker-Demonstrationen, da ist schon das ganze Ziel dieser Demonstration einfach falsch und insofern sehe ich da auch eigentlich keinerlei Interventionsmöglichkeit und so, ja, so viel vielleicht erstmal. Ich habe schon wieder zu lang geredet. Nein, ganz lieben Dank. Das hat das nochmal sehr gut zusammengefasst, worauf ich auch einfach im Endeffekt hinaus wollte. Sind jetzt auch schon die ersten Fragen eingegangen, aber ich würde jetzt nochmal sehr gerne zunächst Bernd das Wort erteilen, wenn er dann noch was ergänzen möchte zu der Thematik, über wen sprechen wir hier eigentlich, so wo kommen die Leute her so, und gibt es da noch Interventionsmöglichkeiten? Ja, ich wollte eigentlich nur kurz dazu noch sagen, dass ich dem beipflichten möchte, dass dieser Begriff der Querfront vor allen Dingen ein polemischer Begriff ist, der im Grunde genommen von den Medien angewandt wird
um alles in einen Topf zu werfen. Ich habe schon gesagt, Querdenken, Querfront, das sind natürlich unterschiedliche Sachen. Und ich nehme auch ungern den Begriff Querfront oder Verschwörungstheoretiker. Ich finde den Begriff Schwurbler eigentlich für diese Gemengelage sehr treffend. Ich hatte ja eben auch dargestellt, diese verschiedenen irren Theorien, die da auch eine Rolle spielen. Ich sehe trotzdem jetzt eine neue Tendenz. Also am Anfang war es, der Anfang dieser Entwicklung war es tatsächlich vor allen Dingen diese Impfgegner-Geschichte. Aber jetzt durch diesen zweiten Krefelder Appell und diese ganzen Geschichten ist diese Fraktion, die man so aus dieser Friedensbewegung-Gemengelage da entstanden ist, hat sich da eingemischt. Und das, da sehe ich eine neue Qualität oder eine neue Entwicklung drin. Und es gab auch früher schon immer Anknüpfungspunkte, vor allen Dingen antiimperialistischer Gruppen, ohne die jetzt diffamieren zu wollen und Antiimperialismus jetzt wieder runterzumachen, aber zu den sogenannten nationalen Befreiungsbewegungen. Und da gab es schon also auch früher Berührungspunkte sozusagen, die sich also in heutiger Zeit offensichtlich, in anderer Zeit sozusagen, dann durch eine Annäherung ermöglichen. Und jetzt also irgendwie über diese Corona mit dem Zusammenhang, den Schwurblern Corona, einen neuen Zusammenhang ergeben. Ich bin gespannt, wie diese Entwicklung weitergeht. Ich finde aber, wenn man da eine Linie reinkriegen will oder eine Begrifflichkeit reinkriegen, muss man sich irgendwie versuchen, davon abzusehen. Man muss immer wieder sagen, was ist denn eigentlich rechts und links? Also wie unterscheidet sich das? Und diese Frage sozusagen im Vordergrund stellen. Und dazu möchte ich kurz also nur sagen, dass alle diese Auseinandersetzungen und Kämpfe, ob es um die Ökologie geht, Klimakrise, soziale Kämpfe, natürlich von links wie rechts interpretiert oder besetzt werden können, wenn man das Wort benutzen will. Also auch religiöse Sachen sind ja durch die Befragungstheologie und so weiter, kann man das rechts und links sehen. Also das ist alles sehr verwirrt. Also worum geht es links? Immer gesagt, geht um die politische und ökonomische Gleichberechtigung. Was ein bisschen zu schwach ist, weil es im Grunde genommen ja nur so eine formale Gleichheit propagiert. Ich denke, es geht wirklich um die Beseitigung der Ungleichheit, also nicht nur der Klasse, sondern eben auch Rassismus, Sexismus, Ismen, also die eine wirkliche Gleichheit zu ermöglichen. Also Gleichheit heißt jetzt nicht Nivellierung des Individualismus, aber eine Gleichheit. Das ist im Grunde genommen, wenn ich so sagen muss, unsere Ausrichtung. Und die Rechten beharren eben auf die Ungleichheit, wollen diese möglichst Unterschiede darauf beharren, wollen sie also aufbauen. Das ist im Grunde genommen eine Unterscheidung. Und die würde ich immer versuchen, in diese Auseinandersetzung also als Klarheit hineinzubringen. In eine gefestigte Schwurbler-Demo zu gehen und dazu versuchen, da jetzt so Aufklärungsarbeit zu betreiben, das halte ich allerdings für ein bisschen schwierig. Da fand ich habe es das mit meinem Eingangsbildern gezeigt, sich so dann als Dinosaurier zu verkleiden schon. Wie soll ich sagen, die etwas peppigere Variante, die vielleicht ein bisschen mehr hermacht, aber dann da mit irgendwelchen Leuten, die an QN oder irgendwelche Echsen oder was weiß ich was, für so matenten Glauben zu diskutieren, halte ich für nicht zielführend. Ich würde es lieber anders machen. Gut, soweit. Okay. Alles klar. Dann erstmal vielen Dank noch für diese weiteren Beiträge. Ich denke auch, was eben genau wichtig festzuhalten ist, so, dass hier quasi dieser Begriff halt auch nicht verwendet werden darf. Es muss klar benannt werden. So, dass es hier quasi keine Berührungsängste bzw. eine absolut mangelnde Abgrenzung gegenüber rechts von diesen Querdenkengruppen, wenn sie halt nicht selber schon komplett rechts sind, so, aber eben auch von der Freien Linken und ähnlichen sich selber als links definierenden Gruppen halt vorhanden ist. Andererseits darf man eben auch nicht darauf reinfallen, das hat Nick ja sehr gut ausgearbeitet, damit quasi eigene linksradikale Positionen halt zu diskreditieren. So, wenn zum Beispiel Beltauer News davon spricht, dass hier die Freie Linke die Anti-Impf-Anti-Impfs wären, führt das natürlich völlig an der Realität vorbei, wenn zeitgleich die Redaktion Bahamas schon letztes Jahr an diesen Corona-Demonstrationen teilgenommen hat, so, und damit quasi das eigene politisch oder politisch unliebsame Person quasi nur diskreditiert werden sollen.
Unser Problem ist so ein bisschen das von Bernd angesprochene mit den Echsenmenschen und so. Ja, das ist ganz witzig, kann man mal machen. Aber was wir vor allen Dingen auch als problematisch sehen, ist eben, dass quasi auch die Gegenproteste, wie wir sie erlebt haben, gegen Querdenken und Co., quasi das Ganze zwar politisch parodiert haben, wie gesagt, das ist okay, das kann Mensch mal machen, aber auch damit vergessen, aber oft vergessen haben, eine eigene politische und antikapitalistische Position, das ist, was Bernd auch eingangs halt angesprochen hatte, dass hier quasi natürlich auch Überwachungsmaßnahmen weiter halt umgesetzt werden und durchgedrückt werden, die natürlich hochproblematisch sind. Als 2007 noch die Vorratsdatenspeicherung im Gespräch war, gab es große, breite Demonstrationen, die allerdings halt eben auch fortschrittlich waren, beziehungsweise mit einer linksradikalen Position gut besetzt werden konnten. Da ist eben natürlich auch die Frage, und ich sehe gerade, dass es quasi die ersten Fragen eben auch aus diesem, aus der, der Bevölkerung, nicht quasi von ZuschauerInnen kam. So, damit würden die, die ersten Fragen ist, ob sich die Freie Linke quasi neu, also ob es die schon länger gibt, das wurde schon beantwortet. Nein, die hat sich dezidiert gegründet, ebenso als vermeintlich linkes Gegengewicht eben zur sogenannten Corona-Diktatur. Was wir doch kommen würden, ist, dass quasi diesen Brückenschlag jetzt zu, was waren diese Gegenproteste zu Beginn? Sie haben in der Regel halt, weil die soziale Frage doch oft außen vor gelassen, was halt auch ein Problem ist, so, wodurch sich teilweise das Gegenproteste ebenso, ich sag's mal überspitzt, als Regierungsjugend ja auch am Ende generiert haben, so, und quasi die eigene soziale Frage und wer dort eigentlich halt drunter leiden muss, so, unter diesen Maßnahmen auch so, also ganz konkret eben die Pflege genannt, so die Krankenhäuser genannt, so illegalisierte Menschen, so die mit höheren Überwachungstechniken halt dann am Ende halt auch mit genauso schikaniert werden würden. Daher quasi jetzt schon mal an euch die Frage so, wie müsste jetzt quasi auch eine linke Antwort aussehen auf diese Corona-Maßnahmen? So, also wie können wir, das haben wir ja auch eben im Aufruf zur RA-Demo geschrieben, so, wie können wir es schaffen, diesen Spagat zu halten zwischen, weil es ist ein tödliches Virus, da gibt es halt auch nichts zu diskutieren und wie gesagt, so, was Nick auch schon ansprach, sozial-chauvinistische Positionen wie das zu leugnen und am Ende auf den Survivor of the Fittest halt, das ist ja bei dieser Durchseuchungsstrategie, die ja manche vorschlagen, eben genau das Problem, dass einfach Leute auf der Strecke bleiben. Aber wie kann quasi die linke Antwort aussehen, die sich halt einerseits kritisch halt den autoritärer werdenden Staat, das war er im Übrigen auch schon lange vor Corona, so, da wurde der auch schon autoritärer, das ist jetzt keine komplett neue Entwicklung, auch wenn gerne so getan wird. So, wie können wir uns quasi dazu positionieren? So, ich würde dann vielleicht erst, ich weiß nicht, ob Bernd zuerst anfangen möchte oder zuerst Nick. Okay, Bernd signalisiert, dass er gerne Nick das Wort geben möchte. Okay, ja, erstmal vielleicht kurz nochmal, was sollte die Linken, die antifaschistischen Kräfte nicht machen? Also ich habe mich selber ja auch an einer ganzen Reihe antifaschistischer Proteste auch gegen die Querdenker Aufzüge und so beteiligt und ich muss sagen, ich finde es natürlich auch sehr unappetitlich, wenn in meinem Kiez dann irgendwelche Querdenker-Corona-Leugner-Zentren, Kneipen und dergleichen sind, aber was ich doch eigentlich die ganze Zeit, auch wenn ich mitgemacht habe, kritisch wirklich gesehen habe, wir haben es hier ja nicht wirklich mit einer Nazi-Bewegung auf der Straße zu tun. Meistens jedenfalls nicht. In Sachsen und so stellt sich tendenziell ein bisschen anders dar, was dort jetzt um die Freien Sachsen rum und so läuft. Aber in den meisten Städten, sagen wir mal, sind die Querdenker in ihrer Masse, das sind keine Stiefel-Nazis oder so. Und wir haben trotzdem oft klassische Antifa-Taktiken eigentlich gewählt, wie ja, Straßenprotest, Blockade und so weiter. Und das erschien dann wirklich oft so, ja, als ob wir hier die Merkel-Antifa waren, wie es dann böse hieß, oder nicht nur aus den Querdenker-Demos raus oder so. Oder wir haben dann oft sogar vielleicht den Fehler gemacht, ja, tatsächlich eine andere Querfront gebildet zu haben. Also eine Querfront, die scheinbar, ich sag mal, ja, von der Nähe bis zu Jens Spahn reichte oder so. Also das soll natürlich, also das gilt es, denke ich, auf alle Fälle zu vermeiden. Oder wir waren dann natürlich oft irgendwie auch, ja,
entsetzt oder verwirrt, wenn die Polizei hier trotz Demoverbot und so die Schwurbler laufen ließ. Aber ich denke trotzdem, es wäre völlig falsch, wenn wir jetzt hier danach rufen würden, hier ein schärferes Vorgehen, Demoverbote und dergleichen, wegen Nichteinhaltung von Hygienemaßnahmen. Also ich meine auch rein aus Sicht von Hygienemaßnahmen, eine Demo, die sich bewegt, ist erstmal, da ist viel weniger Infektionsgefahr als zum Beispiel bei einer stehenden Kundgebung. Und so, aber wir haben auch wirklich dieses Jahr erlebt, wie also mit demselben Vorwand Hygienemaßnahmen wurden hier Palästinenser-Demonstrationen aufgelöst oder gemeinsame jüdisch-palästinensische Demonstrationen zum Beispiel auch. Also wir haben gesehen, wie schnell wirklich diese Handhabe sich dann auch gegen Linke, gegen fortschrittliche Kräfte und andere wenden kann. Also drum wäre, denke ich, wirklich ganz falsch, wenn wir hier jetzt hier nach dem starken Staat auch rufen würden oder am Ende dann auch noch applaudieren, wenn der hier jetzt zuschlägt oder so. Das andere ist, dass wir natürlich linke Antworten auch brauchen. Und ich denke, da müssen wir auch erstmal schauen, was fehlt zum Beispiel bei diesen ganzen Corona-Protesten völlig. Sag ich mal, ich war auch als Journalist bei einigen dieser größten Aufmärsche dann mitten in der Masse dieser Querdenker gelaufen, habe mir das alles auch mal angehört. Und was dort absolut fehlte, ist die soziale Frage. Also ich meine, man weiß ja inzwischen auch aus soziologischen Studien, aber auch wenn man sich einfach nur mit den Leuten dort unterhält, die Masse sind ja eher, ich sag mal, kleine Freiberufler, kleine Unternehmer, Selbstständige und andere. Es ist nicht die Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse, die dort marschiert. Sicherlich einzelne Ausnahmen, da sind natürlich auch Arbeiter, klassische Lohnabhängige dabei, aber in der Masse ist es eben etwas, ja, marxistisch gesehen würden wir es wahrscheinlich zum Teil eher im Kleinbürgertum zuschlagen, auch wenn das sicherlich Leute sind, denen es oft auch finanziell auch nicht gut geht oder so, aber es wurde eben wirklich, die soziale Frage wurde überhaupt nicht angesprochen. Da wurde auf diesen Querdenker-Demos nie gefordert, jetzt, dass es jetzt irgendwie mehr Geld geben muss für die Arbeiter, die jetzt erstmal nach Hause geschickt wurden oder mehr Geld für die Pflege oder was auch immer. Und ich denke, das sind so die Sachen. Also wir müssten wirklich da probieren, ganz stark diese sozialen Forderungen von all denjenigen, die unter der Pandemie leiden, aber auch von denjenigen, die tatsächlich unter den Pandemie-Eingrenzungsmaßnahmen leiden. Also, dass wir das auch aufgreifen. Natürlich, da sind eine Menge kleine Freiberufler und andere wurden also durch die Lockdowns ja wirklich an die Wand gefahren. Die Leute haben größte Probleme. Nur, weil eben keine Kraft da ist, die dann wirklich probiert, hier die soziale Frage zu thematisieren. Drum ist es oft so, dass solche Kräfte dann, ja, oder solche Gruppen, die laufen dann tatsächlich den Querdenkern nach. Da merkt man, dass in deren Köpfen ja eine ganz verkürzte oder verkrümmte Kritik der Probleme stattfindet. Das wirkliche Problem ist vielleicht, dass durch einen Lockdown Leute ja monatelang vielleicht ihre kleinen Läden, ihre Werkstatt oder sonst was zumachen mussten. Aber sie gehen auf die Straße und brüllen nach einem Friedensvertrag und Souveränität oder so. Also da ist natürlich dann ziemlich viel im Kopf schiefgelaufen. Aber die Ursache dahinter ist erstmal eine ganz materielle. Und da, denke ich, sollten Linke eingreifen und Forderungen auch wirklich aufstellen. Und da müssen wir uns auch gar nicht, denke ich, an den Querdenkern allzu sehr abarbeiten, sondern dass wir wirklich probieren, selber eine linke, eine klassenbezogene Corona-Bewegung sozusagen aufzustellen. Und eins muss man ja sagen, also ich meine, die Querdenker sind sehr geschickt, die ganze Widersprüchlichkeit hier in diesen Maßnahmen nachzuweisen. Ich meine, im Wochentakt gibt es ja hier neue Anweisungen, welche Masken man tragen soll, welcher Impfstoff gut oder nicht gut ist. Es gibt so viele Widersprüchlichkeiten. Hier läuft ja auch ganz viel Absurdes wirklich. Die Querdenker leiten aus all dem ab, dass die Maßnahmen eh alle nichts bringen und hier eigentlich nur eine faschistische Diktatur im Aufbau ist. So ist es natürlich nicht, sondern wir sollten vielmehr wirklich deutlich machen, was ist der Hintergrund davon? Der Hintergrund ist, im Kapitalismus ist eine Pandemiebekämpfung nicht wirklich möglich. Hier ist es nicht möglich, so wie auf Kuba, ohne Impfpflicht übrigens, die ganze Bevölkerung auf freiwilliger Basis wirklich durchzuimpfen, am Ende mit selbstentwickelten Impfstoffen. Oder wie in China, wo du sicherlich ich will jetzt nicht über den Staatscharakter von China reden, aber dort hast du ganz andere Möglichkeiten auch. Aber hier in unserem freien, wilden Kapitalismus, da haben wir den riesen Widerspruch. Die Regierung muss hier ein Mindest
Maß an Gesundheitsschutz herstellen, einfach damit sozusagen die Klasse, die ausgebeutet werden soll, die Arbeiterinnen und Arbeiterklasse, hier nicht erkrankt, nicht mehr arbeitsfähig wird in ihrer Masse. Drum ist ein minimaler Gesundheitsschutz notwendig. Aber andererseits steht die Regierung hier unter Druck der vielen einzelnen Kapitalisten, die weiterhin ihren kurzfristigen Profit realisieren wollen. Und aus dieser Gemengelage, aus diesem langfristigen Ziel, die auszubeutende Klasse gesund zu halten, um sie weiter ausbeuten zu können, aber auch gleichzeitig kurzfristig die Profite des Kapitals zu realisieren. Da ergibt sich dieser ganze Zickzackkurs, den wir hier erleben, und diese ganzen scheinbar unlogischen Maßnahmen und so. Und ich denke, das müssen wir auch viel mehr aufzeigen, viel mehr erklären. Und daraus abgeleitet dann natürlich ganz stringente Forderungen stellen. Also ich meine, es gibt Kampagnen wie Zero Covid und so, die also hier Ideen haben für, wie kann eine solidarische, klassenbezogene Anti-Corona-Strategie ausschauen. Also da könnte man sich wirklich einiges auch mal zu anschauen. Und ich wage mal zu behaupten, wenn wir es geschafft hätten, hier so eine Bewegung aufzubauen von links, dann hätten auch Querdenker und solche Gruppen erstmal viel, viel weniger Zulauf gehabt, als sie jetzt haben. Und es war sicherlich im Nachhinein falsch, dass wir uns viel zu sehr oft da an den Querdenkern abgearbeitet haben und viel zu wenig probiert haben, was Eigenes auch auf die Füße zu stellen. Aber gut, im Nachhinein redet sich's immer einfacher. Super, genau. Vielen Dank. Besser hätte es jetzt auch nicht auf den Punkt bringen können. So, am Ende hatten wir am Anfang dieser Pandemie eine große Orientierungslosigkeit erstmal innerhalb der radikalen Linken. So, und wurden dann plötzlich auch mit diesem Phänomen von Querdenken oder Corona-LeugnerInnen halt überrannt. Aber ich glaube, was am Ende der entscheidende Punkt ist, das, was du ja schon angesprochen hast, den Herrschenden konnte am Ende nichts Besseres passieren, als dass diese Bewegung halt am Ende auftritt, so, weil sie es geschafft haben, jegliche Kritik und eine antikapitalistische, eine linksradikale Politik, Kritik an diesen Maßnahmen völlig zu diskreditieren, weil sie für sich das komplette Hoheitsrecht herausnehmen, so an Maßnahmenkritik, so, und diese eben genau nicht mehr in eine kapitalistische Verwertungslogik einbetten, so, sondern quasi was sagen, ist doch alles Quatsch, so, und dadurch halt natürlich auch aufdecken, so, ne, diese ganzen Maskendeals und so weiter, so, das ist ja, die Liste ist ja lang, wer sich da am Ende halt trotzdem auch wieder dran bereichert hat, die Schweinerei mit den Impfstoffen, dass die Patente nicht freigegeben werden, auch der hochgejubelte Karl Lauterbach, so, hat gegen die Freigabe der Impfpatente gestimmt, mit dem Ergebnis eben, dass es jetzt sowas wie Omikron gibt, so, weil eben quasi es eine absolut ungleiche Verteilung eben dieser Impfstoffe gibt, und ich danke dir auch nochmal für das Ansprechen von Kuba. So, da haben wir mal gesehen, wie es halt gut laufen kann. So, extrem hohe Impfquote, niedrige Inzidenz. Das ist vielleicht noch eine persönliche Sache, aber ich finde es natürlich sehr witzig, dass sich die Freie Linke immer wieder auf Kuba bezieht. So, sie würden dort eigentlich nicht glücklich werden. Aber gut, ich würde dann jetzt erstmal trotzdem nochmal das Wort an Bernd übergeben, so eben zu der Frage, so, wie sieht eigentlich eine linksradikale Position gegen diese Maßnahmen aus? Beziehungsweise, wie können wir uns eigentlich selbst positionieren, eben ohne die Pandemie zu leugnen, aber gleichzeitig den autoritären Staat auch oder immer autoritärer werdenden Staat auch zu kritisieren. Magst du wieder rüber? Ja, dann, es kommt ja so nicht anders gehen. Nee. Das Mikrofon ist hier weg. Ja, ich würde den ganzen salbungsvollen Worten jetzt noch ein paar Sachen anfügen. Also ich würde es konkreter fassen, also dieses Durchregieren, so ein autoritäres Durchregieren, was ich ja mittlerweile in der Regierung breit macht unter diesem Slogan Pandemie. Das finde ich, sollte man auf Grundlage der Sachen, die wir sowieso als auch faschistoide Entwicklung durchaus immer kritisiert haben, im Auge behalten. Überwachungsstaat und diese Stichpunkte meine ich damit. Und auch konkret dann kritisieren, beziehungsweise dann auch sehen, diese Maßnahmen, die ergriffen werden, wo sind es Maßnahmen, die also mit der Pandemie tatsächlich was zu tun haben oder wo geht es also darüber hinaus? Also heutzutage wird man ja jetzt schon an jedem überall registriert, wo man einkauft, dies und das. Also diese Überwachung, das ist schon in erheblichem Maße gesteigert worden. Und natürlich auch das angesprochene, auch heute weil in Berlin wieder angesetzte Demoverbot gegen Schwurbler-Geschichten oder
zumindest gegen Impfgegner, das unterscheidet sich auch in sich dann noch ein paar Mal. Wenn ich was von Demoverboten höre, dann geht es mir immer weit über den Rücken, weil natürlich diese Demoverbote gegen rechts wie links eingesetzt werden und eigentlich immer ein Ausweis eines autoritären Staates sind. Und das ist Polizeistaat und Demoverbote finde ich also nicht, dem kann ich also nichts abgewinnen. Ansonsten, wie gesagt, würde ich es konkreter halten. Ich würde auch versuchen, in der individuellen Diskussion mit Leuten, in denen man steht, also man kennt ja Leute, die da durchaus aus anderen Zusammenhängen in andere Richtungen tendieren, dass man in der Diskussion bleibt und dass man, wie gesagt, auch sich vor vorschnellen Ausgrenzungen, da wäre ich vorsichtig, diese viele Impfgegner sind auf keinen Fall Rechte, haben durchaus ein linkes Bild und sie gehen auch nicht auf jede Schwurbler-Demonstration. Also ich würde versuchen, die Diskussion zumindest im individuellen Rahmen immer aufrechtzuerhalten. Und für mich ist es eben, wie ich das schon sagte, wichtig, dass wir, wenn wir in die Diskussion, wenn wir in alles, was wir hineingehen, in diesen politischen Sachen, unsere Ziele im Unterschied zu den anderen formulieren. So Sachen wie jetzt Demos zu machen oder so, von unserer Seite aus würde ich jetzt als nicht hilfreich im Moment empfinden. Das kann vielleicht noch mal der Fall sein, aber jetzt im Moment sehe ich uns eher in der Position doch noch der konstruktiven Kritik, die wir überall öffentlich erheben müssen, gegen die ich das jetzt hier zusammengefasst habe. Darüber hinaus sehe ich erstmal kaum Möglichkeiten. Okay. Ich schaue noch mal kurz, ob noch was Neues an Fragen eingegangen sind. Nee. Genau, also das, was eingegangen ist, das haben wir jetzt hier so breit schon quasi bearbeitet, besprochen, jetzt nicht in jedem kleinen Detail so, aber ich denke, der Überblick ist soweit da und in Anbetracht der Zeit würde ich quasi jetzt auch langsam, ich schaue bloß noch mal kurz zum Abschluss kommen. Genau. Vielleicht noch mal kurz was zu Freien Linken. Genau, also ich würde quasi kurz sagen und dann würde ich euch quasi noch mal geben das Wort als abschließend oder ist es quasi noch mal vorher? Nö, können wir auch abschließend machen. Alles klar. Genau. Wie gesagt, vieles wurde halt schon gesagt, dass wir diesen Spagat halt vor allen Dingen halt hinkriegen müssen. Was haben wir als Antifa-Gruppe eigentlich gemacht? Wir haben jetzt vor so ziemlich genau ein Jahr einen ziemlich langen Recherchetext veröffentlicht, wo wir quasi diese ganzen Symboliken, diese Kontinuität von Antisemitismus, Esoterik und so weiter aufgearbeitet haben, um einfach klarzumachen, so, welche Ideologien überhaupt dahinter stehen, so, um diese zu entlarven und einfach auch aufzeigen zu können, das sind keine antikapitalistischen Positionen und auch quasi die Intention und die Motivation der Leute, die das halt mit initiieren, so ist halt eine ganz andere als eine linke Agenda, die da halt am Ende gefahren wird. So. Und was eben so gerne an den Tisch gefallen lassen wird, so ist es ja, dass es durchaus auch Anti-Lockdown-Demonstrationen von links gab. Also ich erinnere mich da an die Demonstration, so dass der Virus geht nicht nachts spazieren, sondern tagsüber arbeiten. Insbesondere auf die Reaktion von vor einem Jahr, wo sich die ArbeiterInnen in die überfüllte S-Bahn quetschen mussten, so, um sich halt quasi aber nachts halt oder das komplette Soziale halt eingeschränkt wurde, was natürlich im hohen Maß widersprüchlich ist, zu einem echten quasi Motivation, das Infektionsgeschehen halt einzudämmen. So. Was haben wir also gemacht? Wir haben versucht auch immer diese antikapitalistische Seite mit zu benennen im Rahmen unserer Möglichkeiten als Antifa-Gruppe. Haben eben auch versucht, ein Kulturprogramm halt dem entgegenzustellen. Das haben wir im Frühjahr diesen Jahres gemacht mit Solidarisch durch die Krise, wo wir eben versucht haben, eben genau die, die halt zu leiden haben unter diesen Maßnahmen und der Pandemie, vor allen Dingen aus dem Pflegesektor und so weiter, zu Wort kommen haben lassen. Wir glauben eben, dass es halt eben höchst problematisch ist, so eine Querfront halt geschehen zu lassen, beziehungsweise die halt unwidersprochen auch hinzunehmen, weil am Ende werden wir halt als Linke, können wir daran nur verlieren. Das haben wir vor kurzem in Italien gesehen, als eben gemeinsam ImpfgegnerInnen und Faschisten gemeinsam ein Gewerkschaftshaus angegriffen haben. Und da sehen wir halt schon, dass wir quasi es gar nicht mehr um Arbeiterinnenrechte geht,
sondern quasi die Agenda dieser eigenen Leute. Das, obwohl diese Gewerkschaft sich auch sehr kritisch bzw. sogar gegen diesen Green Pass in Italien ausgesprochen hatte. So, daher können wir da am Ende nur verlieren. Und wie schon richtig gesagt wurde, Querfront ist nie eine linke Strategie. So ist es einfach nicht. Es ist quasi eine rechte Strategie, um zu versuchen, hier Proteste nicht zu unterdrücken, sondern quasi für sich zu gewinnen, zu dominieren. Und das müssen wir quasi immer wieder so benennen. Jetzt würde ich gerne das Schlusswort an Nick und Bernd nochmal geben. Falls du noch sagen. Okay, dann zuerst Nick und dann Bernd. Und dann würde ich quasi, nachdem ich nochmal geguckt habe, ob nochmal irgendwelche Fragen kamen. Moment, es kam noch mal kurz eine Frage rein. Aber Nick, du kannst gerne schon mal anfangen. Ich würde dir dabei mal kurz lesen. Ja, ich möchte noch mal ein paar Takte auch zu der sogenannten freien Linken sagen. Ich meine, wir sind es ja hier generell in der linken Bewegung gewohnt, dass wir in ganz vielen Fragen auch manchmal auf wirklich unterschiedlichen Positionen, auf diametral entgegengesetzten Positionen auch stehen können. Also wenn ich nur an die Haltung vieler Linker hier zum Krieg in Syrien denke, die alten Anti-Imps unterstützen Assad, die Leute, die eher so in Richtung linksliberal gehen, sind der Meinung, sie unterstützen dort irgendwie eine Adopt-Revolution, also irgendwelche syrischen Rebellen, die es in dieser Form gar nicht mehr gibt. Wieder andere unterstützen eben das selbstverwaltete Projekt Rojava. Also ich meine, wir sind es durchaus gewohnt, manchmal wirklich diametral gegenüberstehende Positionen einzunehmen. Oder gerade wenn wir jetzt an die Geschichte denken, wir könnten uns sicherlich die Köpfe einschlagen, wie stehen wir zu Niederschlagen des Kronstädter Aufstandes 21 oder andere schlagen sich die Köpfe ein über den 20. Parteitag der KPdSU oder so. Unterschied zu der Frage heute, wie gehen wir mit Corona um, ist sicherlich, dass uns diese anderen Fragen hier in Deutschland als deutsche Linke jetzt nicht so unmittelbar betreffen. Also du kannst sicherlich mit einem, also ich sag mal, ein Rojava-Anhänger, ein Assad-Anhänger und einer, der hier irgendwelche edlen Rebellen unterstützt, die es nicht gibt, können sicherlich in anderen Fragen zusammenarbeiten, gemeinsam auf eine Gewerkschaftsdemo gehen, sonst was und streiten sich nur über diesen Punkt hier, solange sie hier in Deutschland sind. In Syrien schaut es schon wieder ganz anders aus. Weil da müssen diese Kräfte, kämpfen sie gegeneinander oder wie auch immer. Aber hier, die Frage Corona ist natürlich etwas, was uns unmittelbar betrifft. Einige von uns haben sicherlich direkt Angst, sich selber zu infizieren oder dass Verwandte infiziert werden. Einige von uns haben in ihren Familien schon Tote oder Leute, die schwere Schäden davongetragen haben. Und so, und da ist es natürlich, wenn man dann Leute sieht, die das alles abstreiten, die diese Gefährlichkeit komplett abstreiten, empfindet man das auch als persönliche Bedrohung erstmal von sich, von seinem Umfeld, von Leuten, die einem wichtig sind. Das ist sicherlich erstmal was, was hier auch so die Diskussion mit auch mit sich selbst als links definierenden Leuten aus der Querdenkenbewegung oder der Freien Linken auch so schwer macht. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, ich möchte hier wirklich auch mich direkt auch an Freie Linke wenden, die hier vielleicht auch zuhören. Ich kenne ja auch einige, die dabei sind. Ich kenne einige von früher, einige sind mir so mal über den Weg gelaufen oder in der Kneipe hat man mal ein paar Takte gesprochen. Und ich muss einfach auch sagen, sicher, ich habe das Gefühl, wenn jetzt Corona vorbei wäre, würde man sich in ganz vielen anderen Positionen sehr schnell auch wieder mit Leuten von der Freien Linken einig werden. Wobei meine Vorhersage auch ist, dann wird die Freie Linke auch ganz schnell zerfallen. Ich meine, schon jetzt haben sie ja ihre erste Spaltung in Freie Linke und Freie Linke Zukunft. Der Streit war übrigens unter anderem darüber, ob man mit den Nazis zusammen marschiert oder nicht. Und die Frage ist halt wirklich, wird die Freie Linke überhaupt weiter bestehen nach Corona? Aber das soll jetzt nicht unser Problem sein. Ich will nur zu den Leuten in der Freien Linken auch sagen, Leute, ich vertraue euch einfach nicht. Ich vertraue euch nicht, weil ihr mit Nazis lauft, auch wenn ihr das entschuldigt und sagt, das Corona-Regime ist vielleicht der wahre Faschismus. Aber so habe ich ein Problem, wenn ich weiß, Leute, die mit Nazis marschieren, die Nazis vielleicht als das kleinere Übel auch ansehen, wenn solche Leute dann in unseren linken Zentren, Kneipen auftauchen, auf linke Veranstaltungen gehen und so, muss ich einfach wirklich sagen, ich vertraue diesen Leuten, auch wenn sie sich subjektiv als Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten sehen, einfach nicht, weil ich weiß, dass sie am nächsten Tag vielleicht wieder mit Faschisten laufen und was weiß ich, was sie dem Faschisten dann erzählen, was sie in irgendeiner linken Kneipe gehört haben oder was sie über unsere Strukturen wissen.
und so. Und ich möchte einfach auch nur noch mal zu den Leuten von der Freien Linken sagen, die jetzt vielleicht zur LL-Demo kommen wollen oder an anderen linken Aktionen teilnehmen. Ich möchte einfach nur noch mal hier zitieren, den Oktoberclub, diese DDR-Band, mit dem Lied Sag mir, wo du stehst. Darin heißt es ganz klar, sag mir, wo du stehst. Und es heißt dann auch, du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen. Sag mir, wo du stehst. Und das ist es einfach. Wer bei der Freien Linken wirklich sagt, er ist links, ja, muss sich von den Faschisten, muss sich von den Querdenkern auch wirklich hier trennen und so. Sonst kann es erstmal hier nichts Gemeinsames zwischen uns und ihnen wirklich geben, weil diese Leute dann auch eine Gefahr für alle anderen linken Strukturen wirklich dastehen. Drum, sagt uns, wo ihr steht und entscheidet euch, bei wem wollt ihr genießen. Wollt ihr weiter mit AfD, mit Querdenkern, mit QAnon-Anhängern laufen? Oder überlegt euch, ob ihr vielleicht trotz anderer Einschätzungen auch der ganzen Corona-Frage und so sagt, der Antifaschismus ist euch doch so wichtig, dass ihr wirklich mit Linken zusammenarbeiten wollt und kommen wollt. Aber dann müsst ihr wirklich einen ganz klaren Trennstrich ziehen zu diesen Faschisten, mit denen ihr nach wie vor jedes Wochenende auf die Straße geht. Ein schönes Schlusswort. Aber es kam gerade noch eine Frage rein, die ich tatsächlich noch ganz spannend finde. Du hast jetzt sogar schon so ein bisschen angerissen, so Freie Linke wird sich wahrscheinlich überleben, weil der gemeinsame Nenner ist ja nicht mehr da, denn sobald diese Pandemie dann irgendwann durch ist. So. Aber wie würdest du es denn einschätzen? Und die Frage geht dann eben auch noch an Bernd so. Welches Potenzial hat denn gerade Querdenken und die sich daraus ergebenden Strukturen, teilweise auch militanten Strukturen und Vernetzungen, die daraus entstanden sind, bis tief an die Sicherheitsbehörden halt hinein dieses Staates? Wie werden die nach der Pandemie, werden die weiter existieren? Und was wird deren Rolle früher, später denn sein, so auch aus antifaschistischer Sicht? Gut, ich sage noch mal was dazu und danach kann Bernd ja auch darauf eingehen und Schlusswort. Ich denke, das ist von Region zu Region auch recht unterschiedlich in Deutschland. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass im Kernland der Querdenker, in Baden-Württemberg, dort wo eigentlich die Masse herkam, war es jetzt gerade in den letzten Wochen vergleichsweise ruhig. Es gab auch Aktionen, sicher in Mannheim waren ein paar Tausend auf der Straße, aber so diese großen Stuttgarter Aufmärsche und so sind erstmal weg. Ich habe das Gefühl, dass dort die Szene, das ist ein anthroposophisches Bürgertum. Das sind Leute, die wollen vom Staat in Ruhe gelassen werden. Die wurden wild gemacht durch hier die ganzen Corona-Maßnahmen. Aber das sind Leute, die jetzt auch nicht unbedingt den Staat stürzen wollen, sondern die wollen ihre Ruhe haben. Und da glaube ich erstmal, sehe ich jetzt auch nicht so groß, dass da wieder so viel losgehen wird. Was anderes ist es, wenn ich nach Sachsen schaue. Partiell auch Thüringen, Sachsen-Anhalt und so, aber vor allem nach Sachsen. Wo wir im Grunde genommen so eine Kontinuität haben, auch schon von Pegida bis jetzt zu diesen Corona-Protesten, wo wir einfach so Sachen haben, dass dann wirklich in 100 Städten und Orten gleichzeitig Montagsspaziergänge stattfinden, koordiniert durch die Freien Sachsen, also durch eine faschistisch-sächsisch-separatistische Kleinstpartei, die aber mit ihrem Telegram-Channel hier eine Menge Leute erreicht und die sich eben gezielt auch öffnet für andere Nazis, für Dritter Weg, für NPD und so, da sind Doppelmitgliedschaften sogar ausdrücklich erwünscht. Und da sehe ich tatsächlich eine große Gefahr, dass sich da was ranbilden könnte, also bis hin zu einer, ja, ich sag mal, originär faschistischen Bewegung, die dann auch, wenn Corona weg ist, weiter existieren wird, andere Themen auch aufgreifen kann, sei es die Klimafrage oder sonst was. Aber jedenfalls eine Bewegung, die einfach eine auch ja tatsächlich vorhandene Unzufriedenheit 30 Jahre nach der Konterrevolution dort bei in den Köpfen vieler Leute wirklich erstmal für sich nutzt. Und ich denke, also ja, da wird mir tatsächlich Angst und Bange, wenn ich sehe, was da sich noch wirklich entwickelt. Also ich sage mal so, der anthroposophische Bürger in Baden-Württemberg, der will seine Ruhe, der will den Staat nicht stürzen. Aber das, was sich da in Sachsen zusammenbraut, die wollen den Staat stürzen und zwar um dann einen anderen Staat zu haben, einen autoritären, völkischen Führerstaat. Und
Das sollten wir tatsächlich sehr genau im Auge behalten, als gerade als Antifaschistinnen und Antifaschisten, weil das doch eine beunruhigende Bewegung ist, soweit ich das jetzt hier, sage ich mal, aus Berlin raus mit Blick nach Sachsen sehen kann. Also wäre auch spannend, sicherlich wie Genossinnen und Genossen vor Ort das Ganze dann wirklich einschätzen. Alles klar, super. Besten Dank. Dann würde ich jetzt wieder übergeben an den Genossen Land. Ja, ich habe dem noch vielleicht Folgendes anzufügen. Ich habe in den letzten Monaten mich sehr intensiv mit dieser Entwicklung konkret befasst. Also wie hat sich diese Querdenkerbewegung oder Querdenkenbewegung, wäre der korrekte Ausdruck, dann sozusagen entwickelt, also mit den Schwerpunkten Stuttgart, Leipzig und natürlich Berlin, wo ja dann die wesentlichen Demonstrationen am Ende gewesen sind. Und das können wir natürlich hier in diesem Rahmen jetzt hier nicht im Einzelnen darstellen. Hat mich eben interessiert, wie ist das konkret abgelaufen, welche Akteure gab es da? Und da gibt es ja sehr viele interessante Geschichten drin, so Querschläger, Hildmann und so weiter. Da ist er sozusagen bekannt und ein paar andere von diesen Leuten und auch von diesen Theorien und die da eine Rolle spielen. Ich denke schon, dass es sehr hilfreich ist, sich da mal im Detail dann damit auseinandersetzen. Aber das wird ein neues Kapitel in meiner vierten Auflage, da können wir später nochmal drüber reden. Ich finde diese Bewegungen, Pegida wurde ja schon genannt, man kann man nicht mit dieser Querdenkenbewegung natürlich vergleichen, aber ich fand es insofern ähnlich, weil das so große Bewegungen, die ja so entstehen, wie ist das im Einzelnen, wer spielt eine Rolle und wie sind die Dynamiken da drin, und das finde ich eben in der Betrachtung interessant und auch erhellend und ja, kann aber das jetzt hier natürlich nicht im Einzelnen auswalzen. Vielleicht noch zu sagen, warum ich glaube, dass zum Beispiel aus Stuttgart jetzt nicht mehr so viel kommt. Erstmal muss es ja Leute geben, die das organisieren. Wenn die Organisatoren sich zurückziehen, dann schwächt sich das ab oder stellt sich ein bisschen anders dar. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, dass die, also zumindest hier in Berlin, ja auch ganz schön was vors Brett bekommen haben. Also nicht nur von Leuten auf der Straße, sondern es gibt auch eine Menge Verfahren, die da eine Rolle spielen, und dass das ein bisschen dämpfend gewirkt hat, das kann ich mir also schon vorstellen. Die letzten Demonstrationen hier waren ja schon ziemlich, hat ja die Polizei ziemlich abgewürgt, das muss man ja mal so sagen. Wobei ich mich jetzt nicht für Polizeiaktionen ausspreche, aber ich denke, dass das auf alle Fälle doch da eine Rolle gespielt hat. Ja, im Wesentlichen wäre es das jetzt von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch was. Nee. Dann würden wir jetzt auch zum Ende der Veranstaltung kommen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank an Nick Brauns und Bernd Langer für die wirklich sehr erkenntnisbringend und bereichernden Beiträge, Debattenbeiträge. Danke fürs Einsenden der Fragen. Wir hoffen, wir konnten die meisten, natürlich nicht jede im Detail, aber die meisten zumindest in einer groben Stoßrichtung halt auch bearbeiten. Sonst hoffen wir, dass wir uns natürlich bald wieder hier in der bunten Kuh halt sehen können, jeden dritten Samstag im Monat zu unserem Antifa-Tresen. So, sonst würden wir halt eben empfehlen, diesen quasi sich immer noch links verstehenden quasi Corona-Leugnerinnen oder sowas, weil die eigene privilegierte Position halt auch zu überdenken und auch zu schauen, über den Tellerrand hinauszuschauen, auch global zu schauen, dass wir eine globale Pandemie haben. Und wenn ich mir anschaue, dass in den Favelas in Brasilien die Leute unter Todesangst, weil sie Angst haben, halt auf die, trotzdem auf die Straße zu gehen, weil Bolsonaro das mich eigentlich umsetzt, was sie mir fordern, so mich eine komplette Ignoranz gegenüber jeglicher Corona-Maßnahmen oder das auch zu leugnen und so, und dort soziale Kämpfe unter Todesangst der Leute stattfinden, weil sie Angst haben, sich quasi zu infizieren, so, und sich halt quasi auch mal zu schauen, so, in welche Position sie dann eben hier auch sind. Sonst freue ich mich, dass dieses Video jetzt weiterhin auf YouTube verfügbar sein wird. Und dann würde ich sagen, genau, checkt nochmal die Seite lldemo.fightandremember.org und antifa-nordost.org. Dort wird das Video auch eingebettet werden für weitere Informationen. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall am 9.01.2022 pünktlich um 10 Uhr am U-Bahnhof Frankfurter Tor am Friedrichshain zur Liebknecht-Luxemburg-Gedenken 2022. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt rebellisch.